Das war das erste von 8 Duellen, die das reptilianische Schlangendeck verloren hat. Aber in erster Linie halt dann Kräfteraum, weil Kräfteraum ist echt ein harter Konter gegen unser Deck. Okay, weiter haben wir hier. Aschaleon. Und Schaden gleich Reptil. Er haut den Kong raus, dann ist Schaden gleich mal gleich Reptil. Go, go, Schaden gleich Reptil. Dann holen wir uns direkt mal wieder einen neuen Venominon. Und für Aschaleon. Haben wir noch eine? Schnappen wir uns erstmal eine. Jetzt die Wache in dieser Runde. Ich glaube, wir schnappen uns lieber eine Reptilianische Nager. Okay. All die verdeckten Karten. So, Mr. Aschaleon hatte 3. Sollen wir gerade eben schnell mal gucken. Momentan haben wir noch keine Verstärkung für das Viech. Ist aber auch okay. Kann ich erstmal damit leben. Ja, spielen wir es mit die reptilianische Wache. Das sollte erstmal so passen. Ein rasender Kampfwachs, das nervt. Das ist dann nämlich voller Durchschlag. Aber zumindest können wir Schaden gleich Reptil triggern. Für 1800. Und das heißt, wir können uns eine reptilianische Skylla beschwören. Und Venominon darf hier nicht tot bleiben. Die reptilianische Wache kriegt dann nicht Platz. Okay, mit Fähigkeitserbe kriegt er so Platz. Wir könnten die reptilianische Medusa nehmen, wenn wir wollen. Ich schätze, wir nehmen erstmal die Medusa. Ein weiterer Verdeckter. Ja, dann haben wir hier eine reptilianische Viper. Und dann holen wir uns eine reptilianische Hydra. Synchro what? Aktiviert ihren Effekt erstmal für nix. So, das wollen wir noch nicht machen. Erstmal würde ich gerne den rasenden Kampfochsen da loswerden, werden wir aber nicht. Das ist schlecht. Also sehr schlecht. Ja, also mit dem Deck, da kommen wir echt nicht klar. Oh, ist noch tot, wa? Ja, noch nicht ganz. Oh doch, er hatte einen extra Effekt. Jesus Christ, okay. Mein Gott, kaum ist Camel im Chat, schon verlieren seine Karten. Wie funktioniert das? Ich habe eben die ganze Zeit erzählt, wie gerne ich dieses Deck eigentlich benutze, jetzt mit den reptilianischen Karten, weil es dauernd gewinnt und funktioniert. Und dann sowas. Mann. Wir gehen wieder auf die Schicksalsdamen erstmal rüber, schätze ich. Er gewinnen. Er gegebenenfalls Recht haben. Meine Güte, was ist das denn? No, seriously, was ist das denn? Ich spiele gar nichts. Herr Bellum ist natürlich eine nervige erste Karte.
Wir holen uns unsere Tragödie. Okay. Dann aktivieren wir erstmal Zukunftsvision. In den MST. Ja, das könnte schlimmer sein, schätze ich. Aktivieren wir mal einen Angriff mit Tragödie. RIP. So weit, so gut. Dann hätte ich die Zukunftsvision aber gerne wieder auf dem Feld. Danke, bitte gerne. Captain ist dran. Kriegswolf darf sich erstmal in die Unendlichkeit verabschieden. Eine Verdeckte. Und da ist Kräfteraum wieder. Das ist für Tragödie ein ernsthaftes Problem. Dann, ja. Schätze ich, opfern wir die tatsächlich von Cyberdrachen, auch wenn der erstmal entfernt wird. Und holen uns die Spiegelkraft. Und dann ist erstmal Ende. Bestienkönig Barbaros. Zack, Cyberdrache. Dann setzen wir uns mal noch ein Cybertal aufs Feld. Ach, Fähigkeitserbe, großartig. Bäume. Aber das passt immer noch. Ist echt eine Menge neues Zeug, was länger nicht da war. Wir haben inzwischen 4 neue Emotes. Ist Mr. Barbaros wieder. Dann darf Kollege mal in die Spiegelkraft laufen. Bom, bom. Eine Verdeckte, noch eine Verdeckte. Okay. Dann spielen wir da erstmal Schicksalsdame Wind und aktivieren den Effekt von Wind. Wind, schön, dass du da warst. Chaoshexer. Für einen Cyberdrachen. Und für eine Tragödie. Zack, jo. Eine weitere Falle. Ein X-Saber Palomo ist tot. Entweder ist sein Zug. Ein geladener Kong. Wird erstmal freudig entfernt. Zukunftsvision bringt uns unsere Wind wieder. Fast schon ungünstig, hätte sie eigentlich lieber nicht gehabt. Ach, die haben auch ohne ihre Effekte komplett null, ne? Hm. Ups. Chaos Sorcerer, greift direkt an. Auch dieses Deck ist für Kräfteraum echt schlecht. Zukunftsvision holen den Kong zurück. Kong attackiert unsere Arme mit Wind, aber das ist okay. Die sind Friedhof eh besser aufgehoben. 29 Evakuierungsgerät. Okay. Dann aktivieren wir doch das Zwangsevakuierungsgerät und geben ihm den geladenen Kong zurück. Und dann greift der Chaoshexer wieder direkt an. Schmerz! Und weiß. Und der darf sich wieder mal entfernen. Ja, und das soll's dann wohl gewesen sein. Chaoshexer, Angriff. Ach, ein Call. Ich hätte ja nur so ein Zwangsevakuierungsgerät. Evakuieren wir diesen Bestienkönig Barbaros. So, und dann resolved das hier mal bitte. Ja, ich bin durstig. Ach, du gewinnst. Verlieren, du stark. Okay, damit haben wir Zape erfolgreich dreimal besiegt und können ihn von unserer Liste streichen von Leuten, die wir dreimal besiegen müssen. Ja, Kräfterauben ist schon teils ein bisschen zu praktisch, ne? Stark oder ich schwach? So, das war jetzt hoffentlich das erste Mal wieder das letzte Mal, dass wir uns mit Kräfterauben rumschlagen müssen. Dann gehen wir doch jetzt nochmal auf das Reptilien-Deck.
In der Hoffnung, dass unser nächster Gegner halt keinen Kräfteraum hat, was halt gerade echt tödlich war für das Deck. Das killt natürlich alles bei Monstern, die dann einfach dauerhaft 0 ATK haben. Theoretisch hätte natürlich eins der drei Opfer der Schlangengottheit oder schwerer Sturm oder sowas geholfen. Aber natürlich haben wir schlecht gezogen, wie sich das gehört. Snack! Snack! Hier ist eine Kiste gespawnt seit dem letzten Mal, dass wir hier waren. Und eine Todeswache. Haben wir ja nur 15 von oder so. Leichte Container rumzuschieben bringt dich vielleicht zu einem Schatz in diesem Raum. Drücke Y für einen neuen Versuch. Ist das hier ein neuer Raum? Das ist ein neuer Raum. Hier waren wir noch gar nicht. Huh. Ein Traum. Endlich wieder Schiebepuzzle. Das ist ja... Was ich schon immer haben wollte. Okay, bevor wir... Erstmal gibt's da vorne noch eine Kiste. Was haben wir denn hier drin? Du hältst Kartenhändler. In dem Raum hätte man eine Cutscene in der Story, okay. Dann haben wir geflissentlich ignoriert. Ansonsten gibt es hier scheinbar gerade keine Eingänge, also müssen wir den hier schieben, oder sehe ich hier irgendwas gerade nicht? Ich meine, ich kann den da schieben, aber den schieben wir nur in eine Wand. Ich bin verwirrt. Ach so, hier ist... Oh, ist ja ein Traum, dass die Developer hier das Puzzle an eine Stelle machen, wo man nicht sieht, ob da eine Kiste ist oder nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter gucken. Gilt auch für hier, schätze ich. Ich meine, da oben könnte eine Tür sein. Also da oben könnte ein Weg sein, der irgendwie nach da links führt. Vielleicht aber auch nicht, wenn ich sie nach... Okay, noch weiter reinschieben kann ich es auf jeden Fall nicht. Ist auch nur Sackgasse. Ist auch nur Sackgasse. Mein Gott. Hier kommen wir zu dieser Kiste. Da würde man selbst und Torunka von den Affenwächtern gejagt beim Versuch, Luna zu retten. Okay. Spannend. Das da ist mir zu voll. Also wir können den da schieben. Den hier schieben, müssen wir hier rechts durchkommen zu dieser Kiste. Gerümpel-Synchronisierer. Nach links kommen wir nicht. Wir können den noch weiter schieben. Geht's hier noch irgendwo? Ja, wir können hier rein und den verschieben. Das könnte wichtig sein. Ist das wieder so ein Rätsel, wo wir nicht beide Kisten gleichzeitig kriegen können? Die beiden da reinschieben, kommen wir schon mal in diese Kiste da und dann müssen wir uns nur noch mal eine Kiste kümmern. Vielleicht machen wir das erstmal in Ruhe, ne? Oh, ich komme hier gar nicht durch. Ich komme da oben durch. Okay, wie unnötig. So, dann haben wir den königlichen Erlass schon mal. Dann müssen wir einmal komplett dieses Ding hier verlassen. Dabba, 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 dabba. Die nachfolgenden Shows verschieben sich um 3 Jahre. Der König? Was? Wo? Ich sehe den König nicht. So. Cool. Und jetzt wieder rein. Damit alles wieder resettet ist. Dann schieben wir uns nochmal nach da hinten durch. Dann bin ich mir fast sicher, werden wir das hier brauchen.
So, wenn wir uns hier reinschieben. Dann, ja, ist ja easy, okay. Kommen wir einfach da durch. Okay. Dann. Du hast. Oh, Schuluniform halt. Ja, Mensch, neue Klamotten. Da wollte ich direkt mal ins Menü gehen und sie anziehen, aber das Spiel lässt mich nicht. So, hier wieder raus. Ja, holla die Waldfee. Wir können unsere Ultra-Post-Game-Klamotten, die wir gekauft haben, wegschmeißen. Wir haben jetzt eine offizielle Schuluniform. Wir sind jetzt ein Anime-Charakter. Bum, 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 bum. Raus hier. Da haben wir ja Klamotten während der Story verpasst. Das ist ja bedrückend. So, jetzt kann ich mein Menü wieder öffnen. Neue Bekleidung ist nun auswählbar. Cool, andere Builds. Momentan sind wir ein Dark Signer, aber warum sollten wir ein Dark Signer sein, wenn wir eine Schuluniform anziehen können? Cool. Endlich haben wir wieder eine bekloppte Rock-Animation, die überhaupt nicht schrecklich aussieht. Sind da irgendwas hinter den Säulen versteckt? Beim letzten Mal hatten sie Dinge hinter den Säulen versteckt. Sollte man immer auf Nummer sicher gehen, habe ich das Gefühl bei diesem Spiel. Da steht der nächste Affe, den wir besiegen dürfen. Liegt da weit auf? Ne, das ist nur sein Affenschwanz hinter ihm. Du bist Aiki. Seemann vorne, du machst etwas Komisches, ich dich fang. Okay. Aiki haben wir auch schon einmal besiegt. Dann machen wir doch hier eben den obligatorischen Safe States. So, und jetzt haut der Camel ab, gerade wo wir sein Reptilien-Deck hier wieder auspacken. Hier stehen, langweilig, duell spaßig. Aber das kann ja nur bedeuten, dass wir dann diese Runde gewinnen, jetzt wo Camel das Duell nicht anschaut. Stecken geblieben, ne? Ein paar Opfer. Verrückter Hund der Finsternis. Scheinbar wieder Beatdown. Ja, dann eröffnen wir mal mit dieser Naga und setzen ein Opfer für die Schlangengottheit. Ein Face. Noch mehr Affen, noch mehr Affen. Ach, Kampfwasser. Natürlich haben sie wieder Durchschlag und so. Wir bringen mal der Schlangengottheit ein Opfer. Und killen die beiden. Ja, kann man mal machen, schätze ich. Na komm, volle Breitseite. Schlangenregen! Dann werfen wir diese Naga hier mal ab und dann. Kicken wir einen Venominon, kicken wir einen Aschalern, kicken wir noch einen Venominon und dann kicken wir. Kicken wir einen Raski. So. Böser Drache, Anata! Für 3600. Njom! Schmerz! So, Anata aktiviert seinen Effekt und killt ein MST. Cool. Kollege hat Milius Strahler Mangus Modus. Was? Wait, what? Das muss die KI mir jetzt erklären, was? Okay. Auf der Schlangengottheit. Wache. Das Ding ist Erde. Was hat er vor? Schaden nehmen hat er scheinbar vor. Also manchmal ist schon alles so. Hä? Ja, den Aufschub des Schlangengottheit werden wir in diesem Duell ziemlich sicher nicht brauchen. Anata killt gerade alles. Erdorn ist, ja genau. Da haben wir noch einen Aufstieg. Ein Opfer für die Schlangengottheit.
Ja. Ende dieser Phase. Dann hat er fast sein Monster. Ein Deskoala. Ja, ne? Cool. Wieder gut der Viper. Ist jetzt gerade nicht was wir brauchen. Jesus Christ, come on. Wir brauchen bitte irgendwas, womit wir hier mal durch die gegnerische Seite durchkommen. Riesenrette, noch eine verdeckte Karte. Goldsack. Jesus Christ, come on. Okay, weißt du was? Wir killen das Ding per Kampf. Das ist ein geladener Kong. Und dann opfer ich jetzt die reptilianische Wache, damit wir ein Monster ziehen können, wenn unser Topdeck uns einfach nichts geben will. So, gib mir mal hier eine Skylla, dann haben wir gleich gewonnen. Fongman ist dran. Spielt gerade die verdeckte Verteidigung. Skylla, let's go! Und dann hätten wir da noch einen Kong. Und Skylla beendet das Duell. Bete, ah ja, Schmerz, ich bin lustig. Ja, du gewinnst. Siegesbonus. Gesamtbonus, Bonus, Bonus, nur für Kampfschaden, Bonus, Bonus, Bonus. Verlieren keinen Spaß. Mhm. Alles klar, Kämmel. Bis später. So. Einmal müssen wir noch den Kollegen plättern. Hier stehen langweilig. Duell spaßig. More Monkeys. More Monkey Business. Wieso ziehen wir eigentlich jede Runde? Es ist immer das gleiche, wenn ich Venominaga Decks spiele. Wir ziehen Venominaga in jeder einzelnen Runde. Die ist eine tote Handkarte. Wir ziehen sie immer. Ui. Das, ich hatte schon mal bessere Anfangsende, oder? Wir bringen der Schlangengöttheit ein Opfer. Hab hier gerade auch eine echte Venominaga-Karte neben mir. Ah ja. Da haben wir schon wieder einen Kong. Das ist Schaden gleich Reptil. Könnte besser sein, aber sure. Böser Drache Anata. Böser Drache Anata frisst mal den rasenden Gorilla auf. Geladen Kong. Dann ist Schaden gleich Reptil. Uff, Zawu. Jo, dafür hätte ich Indeed. Gerne erstmal eine reptilianische Wache. So gut, mehr Verdeckte. Sind nervig. Aufstieg der Schlangengottheit. Setzen wir uns mal schon mal raus. Erhöhe eine Attacke, bla bla bla. Dafür wird es zerstört werden, der Endphase ist. Okay, die Geschichte. Der Schwombart. So, könnte besser laufen, aber hey, Rune Abend. Wie läuft das Aftergame so? Das wird eigentlich ganz okay, wir können uns nicht zu sehr beschweren, glaube ich. Killen wir die beiden mal. Und dafür creasen wir diese schöne reptilianische Naga.
Jo, ein Buch des Mondes, das ist nicht schlecht. Dann setzen wir uns doch mal eine reptilianische Nage raus. Und ein Buch des Mondes für die Zukunft. Face. Sieht ganz gut aus. Riesenratte attackiert unsere reptilianische Nage. Die Verdeckten macht mir zwar ein bisschen Sorge, aber muss irgendwie gehen. Dann kommt jetzt ein reptilianischer Vasky raus. Zack, zack. Beschworen. Jo. Ne? Ist halt eine Spiegelkraft. Ein Dimensionsgefängnis. Auch nicht viel besser. Dann verdecken wir unseren reptilianischen Vasky doch gleich mal wieder. Und dann opfern wir unseren reptilianischen Vasky für unsere Medusa, damit er gleich nicht direkt stirbt. Installiert man einen Treiber neu für einen Laptop? Suchst du dir raus und dann installierst du den. So, das ist ja gut. Dann setzen wir eine reptilianische Wache. Und die Medusa guckt sich mal an, was da liegt. Da wäre ein Magigire Panda. He snapped. Geladen Akong attackiert unsere reptilianische Wache. Das bringt ihm echt viel. Noch ein Venominon. Kann man die genug von haben, schätze ich. Wie sieht das denn momentan aus? Ja, doch, insgesamt eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, opfern wir die beiden nochmal für einen Venominon, König der giftigen Schlangen. Stirb, Kong. Endfest. Wieder mal eine verdeckte Karte. Da hätten wir ein bisschen was für die Synchro-Seite. Ein verrückter Hund der Finsternis. Ihr ist tot. Ich wollte nicht in die Main-Phase 2. Danke, Spiel. Eine verrückte Karte. Okay, schauen gleich noch mehr Reptilien. Noch zu wenig Monster. Und 3500 Direktschaden. Nice. Und nochmal. Call für einen rasenden Gorilla. Gilt unsere arme reptilianische Viper. Zu viele Karten. Aber zumindest eine neue Karte im Friedhof. Und was haben wir denn da fallen? Ist die reptilianische Brut? Ja dann. Reptilianische Brut. Du kannst mal hier die Vasky entfernen. Und dann kriegen wir dafür ein paar reptilianische Spielmarken. Und die opfern wir dann auch gleich wieder. Für Venominon, den König der giftigen Schlangen. Kann man die genug von dem Feld haben? Genieß den Schmerz. Wuga. Skull. Und da haben wir noch einen Magigire Panda. Lange nicht gesehen. Unser Feld ist ja voll Venominon. Und der verdeckte Karten. Jo. Das soll's dann wohl gewesen sein, wa? Venominon, bete. Ah ja. Ah, ich bin lustig. Er verlieren, wir stark. Okay, das war Aiki. Dann kann ich Aiki auch von der Liste an Gegnern streichen, die wir dreimal besiegen müssen. Cool.